Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen LS-Video. Heute mal auf der The Valley, The Old Farm mit dem Mikey und dem Tobi. Moin Moin. Moin Moin. Wir sind heute mal beim Sir Kali zockt auf dem Server. Mal ein bisschen was anderes als die Las Hügeland oder Gemeinde Rade. Wir spielen halt Gastarbeit. Was sagen wir? Heute ist Frank mal nicht der Chef. Ja. Nee, der Chef ist nicht da. Was sagen, Chef ist. Also ist der Chef. Ist der Chef nicht zu Hause, tanzen die Mäuse. Nee, ist der Kater nicht zu Hause, tanzen die Mäuse auf dem Tisch, ne? Ja, genau. Ja. Ja, das ist ein bisschen hier Dritikale. Also es ist halt Dritikale. Also ich sag, wenn ich mir die ganzen Furzsorten hier so angucke, da wäre ja noch was, ne? Mikey? Ja. Er hat dann auch eine Idee. Du hast dann noch eine Idee für die Los Hügeland wahrscheinlich. Ja, aber das Problem ist auch, weil Los Hügeland sind ja eh schon zu viele. Ja. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Frag mich halt, warum hier so viele drauf sind. Ja, Auf der Los Hügel sind ja, ist ja nur Rocken und Hafer dazu gekommen und ich kann halt nicht mehr. Da wird den Map Layer Ding, den kannst du ja erhöhen. Wie viele Pflanzen auf der Karte? Ja, nee, das ist bestimmt wert. Auf der Los Hügel hast du ja schon das Problem, dass du zu viele Haufen hast. Kann ja. Da kann ja CCM wahrscheinlich schon nicht noch mehr aktivieren mit Gras. Ja, wollte sagen, CCM geht ja noch, aber halt die Grassilage geht ja nicht, das ist ja das Problem. Da wir hier sehen, haben wir nur den normalen CCM-Mod drauf. Ja, dann müssen wir mal gucken, was da alles in den Haufen bewegt. Das klingt komisch, ist aber so. Mhm. Ja, wie gesagt, prinzipiell könnte man ja den Haufen Kompost schon mal rausschmeißen, weil er ja prinzipiell eh nicht da ist, weil wir brauchen ja keinen Haufen als Kompost, wir haben den Lager ist halt groß genug, ich meine, 1 Million Liter soll halt Leute erreichen. Das ist richtig. Da brauchen wir keinen... Naja, du fährst halt mal zum Feld, ne? Ach, ja. Ja, okay. Nee, das wäre schon ein guter Einwand. Wenn man nimmt den Kompost raus und macht daraus Mist. Dass der Kompost halt Mist ausspuckt, statt Kompost. Dann hättest du schon mal den ganzen Kompost raus. Das stimmt auch. Tut die letzten Endes kein Abbruch, Mann. Ja. Weil wir haben hier auch die Gülle-Separation drin. Und da hat Mike auch den Vorschlag gemacht, einfach dieses Einstreu kriegt man da nicht raus, sondern einfach Mist. Was da noch mit raus kann. Also Gärreste und Mist. Wenn das wäre halt auch noch eine Position, wo wir halt die Gülle unser Gülle-Problem lösen könnten wir in dem Gülle-Becken. Das ist richtig. Ist so, ja. Das wäre vielleicht noch eine bessere Lösung, als ein zweites Güllebecken einzubauen, was da, wo wir halt noch wieder irgendwie Begradungsarbeiten machen müssten. Ja gut, das ist nicht schlimm. Nö, aber... Das ich glaube, ist doch das Safe-Game einfach mit. Ja, das ist schon richtig. Aber ich weiß halt da, wo das Gärreste-Becken halt oder das, halt das eine Güllebecken halt ist. Ich glaube nicht, dass da noch ein zweites hinpasst, weil da wäre die Wiese wieder im Weg. Ja, das muss man sich mal angucken. Das ganze Güllebecken ging da. Aber es hat Gülle-Separator. Gerade klein. Ja gut, aber der müsste ja nicht beim Güllebecken hin. Ne, das ist richtig. Den könnte man ja auch unten irgendwo beim Kuhhof in der Nähe. Und den könnte man zum Beispiel noch mit auf die freie Fläche klatschen. Ja, das, ja. Das stimmt. So, aber eigentlich sind wir irgendwie auf einer anderen Map heute. Ja. The Valley, The Old Farm. Genau. Privat, auch Privatumbau. Privatumbau. Ich wollte sagen, privater Umbau, der nochmal, oder eine Edition Handyball hieß die, glaube ich. Von genau. Und da aber ja nochmal von dir ein bisschen weiter umgebaut. Ja. Und einige Felder ordentlich zusammengelegt. Also, man sieht das ja gerade hier, wo ich hin war. 59, 72, 73, 74. Da ist schon ganz schön. Haben wir, aber das kann man ja auf der Valley eben machen, die Felder zusammenlegen. Da sind ja schon einige große Felder draus geboren jetzt. Wollt ihr die 58er nicht irgendwann auch noch kaufen? Ich meine, das wäre dann ja ein Riesenfeld.
müssen wir noch wieder ein paar Bäume entfernen, ja, aber... Die 58, nee, die Bäume hatten wir schon überlegt, stehen zu lassen. Die hinten an die 74 anzuschließen. Weil da kannst du, da ist nur Gras dazwischen. Ja. Da ist halt so ein Feld mit einer Baumreihe dazwischen. Ja. Gut, das, gibt's ja durchaus auch. Ja. Weil alle Bäume da wegmachen, das sieht dann, glaube ich, irgendwie ein bisschen kahl aus auf einmal. Ja, das kannst du ganz leicht haben. Da bin ich schon wieder voll. Der kann voll sein. Gut, ich meine, die könnte man sich natürlich auch noch eigentlich sonst erst als nächstes kaufen. Das ist richtig. Wenn man da ja, die Felder jetzt eh gerade abgeerntet sind, dann kann man es halt auch direkt fertig zusammen machen. Ne? Richtig. Aber das ist... Wo ist denn dem Kalli, wenn man den mal braucht? Das ist nicht, wollte ich sagen, das ist ja nun nicht meine Aufgabe hier. Ah, dass die Traktoren hier so lange anbleiben, obwohl ich weggegangen bin. Ja, die bleiben immer an. Irgendwann die gehen sie ja trotzdem irgendwann wieder aus. Ja, das weiß ich auch nicht, warum die für die so ist, aber eigentlich hier bleiben die eigentlich an. Egal. Das kommt doch durchs Drive Control, oder nicht? Oder gibt es da noch wieder einen anderen Mod für? Da gibt es noch einen anderen, ich weiß allerdings nicht, ob der hier drauf ist. Warte. Nee, der ist ja gar nicht drauf. Und die bleiben trotzdem nochmal an. Von der Black Panther Group gibt es da noch. Ja, aber ich sag aber das Maß dran. Weil ja, das da gibt ja eigentlich, wird das ja auch schon über das Drive Control selber gesteuert. Mit. Mal wieder ausmachen. Esst ihr eigentlich das ganze Stroh oder wird das gesammelt für den Komposter oder so? Den Komposter pressen wir auf. Ja. Genau. Oder macht ihr Strohpellets? Ja, auch. Die machen wir auch. Können auch gemacht werden. Ich meine, da müssten wir halt gucken, dass wir halt auch ja, bei uns demnächst nochmal wieder darin investieren. Ja. Da hat er auch neue Angriffe, eigentlich mal ein Frontfass, sagte er, aber irgendwie macht das jetzt wohl auch immer doch wieder Fehler. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Aber es gibt ja nur falls halt auch die große Palette, wo halt mehr drinnen ist, ist auf so einer kleinen. Ja, das ist richtig, aber da war halt Melasse und Wasser halt. Da waren halt zwei Tanks. Ja, ich weiß, er hatte mir das. Melasse in anderem Wasser. Ja, der war schon ziemlich geil eigentlich. Aber irgendwas ging da wohl nicht. Was weiß ich nicht. Aber gab es nicht auch eine Palettengabel für die Fronthydraulik, wo man auch URL dran hat, dann könntest du die Paletten halt fixieren, nimmst halt eine Wasserpalette mit und eine Palette Melasse. Ja, gibt's durchaus, ja. Ist sogar drauf. Also hier beim, ja. beim URL-Pack von nein. Aber kriegst du nur eine Palette mit. Und das kommt ja dieses Wochenende auch. Soll ja. Ich weiß gar nicht, war das letzt bei. Wo waren das im Stream? War das bei Kali oder waren sie bei Vianas? Bei Vianas war das. Ja. Soll ja irgendwie dieses Wochenende das die V4 kommen. Da bin ich ja so ein bisschen gespannt drauf. Ja. Ja, warten ja, wir auch schon ein Jahr drauf. Ist gut. Ja, also ich hab's ja auch bei Ingo, also beim Lastungsvieh gesehen. Das ist schon geil. Ja, ich hab Ich habe das Ding ja auch mal intensiv durchgetestet, so ausprobiert. Ja, ist schon geil, also es bockt auf jeden Fall, macht mehr Bock. Ja, die Frage ist halt, wie gesagt, ob wir das denn wirklich auf der Losshügel, ich meine, das macht, also auf ein, zwei Felder macht das bestimmt Spaß, aber wenn ich mir denke, dass ich die 54 Strohballen drauf presse, da könnte sich das denn auch schon wieder ein bisschen lang hinziehen, also wir müssten irgendwie zwei verschiedene Anhänger wahrscheinlich drauf haben. Ich meine, halt hier so mache ich das so. Alles... Hier mache ich das eigentlich generell dann so, also... Ja gut, Autoload Beingabel, ne, aber dann halt so Hänger stapeln. Ja. Das ist mit den anderen Skript dann halt schon irgendwo cooler. Ja, wie gesagt, ich bin da halt auch echt gespannt drauf, also da... freue ich mich drauf, wenn das soweit ist.
Ja gut, dann stechen wir nochmal so durch. Schneidwerk ist zu klein. Ich, der Drescher, keine Dachte drehe umhin mit GPS. Also auf die nächste Bahn. Okay. Ja gut, was haben wir denn? 9 Meter, ne? 9 Meter 40, ja. 9 Meter 50. Von den 900, ja. Aber steht also GPS, das sind 9 Meter 40. Das ist auch schon wieder nicht richtig. Na, theoretisch nicht, ne. Nein, eigentlich, eigentlich ist das V900 9 Meter, ja. Sonst wär's ja vor allem ist das GPS nicht mal am Ende, also das ist halt wirklich so an der Schneidwärtsrand und nicht an dem. Ja, ja, das stimmt wahrscheinlich, aber das Größeverhältnis nicht so ganz. Ja. Ja, gut. Ja, meckern auf hohem Niveau, ne? Eben. Alter, ich bin ja sowieso. Habe ich eigentlich meinen Shader an? Habe ich. Wo das Schlimme ist, das sieht, wenn ich mir das jetzt in meinem OBS-Vorschaubild aufnehme, ansehe, weil ich nehme ja mit OBS auf, sehen die Farben halt nochmal kräftig aus auf dem Bildschirm aus, als auf meinem Hauptspielbildschirm. Also, ja, wie ist das denn schon bitter? Das ist irgendwie nicht richtig. Nee. Ja, gut, also zu kräftig darf es halt auch nicht sein, weil dann sieht es wieder doof aus, ne? Ja, nein, aber ich meine, du, das sieht jetzt halt irgendwie aus wie gelbblühender Raps auf meinem zweiten Monitor. Ja, also die. Oder so Senf. Das sieht halt echt aus, das sieht halt aus wie so Senfpflanzen. Ja, bis sie sehr grell. Aber jetzt auf meinem Hauptspielbildschirm ist es halt wieder anders. Das ist wahrscheinlich einfach wieder die Einstellung vom Monitor selber. Du kannst ja auch noch Brightness und Kontrast und alle. Ach. Alles Einstellungen, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Ja, ich weiß nicht, wie so sie da sind, aber das ist halt. Ne? Ja, das ist bei mir. Aber ich musste, irgendwie. Das müsste ich halt echt nochmal überarbeiten, weil deswegen habe ich mir extra dreimal denselben Monitor gekauft. Das ist halt, gut, der eine ist halt ein bisschen größer, ist aber alles dieselbe Reihe. Damit du halt diese Unterschiede eigentlich nicht hast. Aber dann muss ich die Menüs nochmal alle miteinander abgleichen. So ein Monitor, den stelle ich einmal ein und dann bleibt er so. Ja, ich habe halt auch, habe ich also sonst auch immer, aber ich habe den halt immer nicht an den anderen angepasst. Achso. Mein ältester Monitor, der hat halt auch schon ein bisschen Farbkraft sowieso nachgelassen. Ich habe Minimum 6 Jahre auf dem Buckel. Ja, wahrscheinlich eher 8. Den habe ich halt schon gebraucht von Olaf gekriegt. Ich habe den bestimmt Minimum 5 Jahre. Kommt mir jetzt lang, wie er seit Dienst tut, ne? Ah, er funktioniert wunderbar. Ich sage, ich bin halt auf Monitore für den PC, würde ich für mich immer wieder auf BenQ zurückgreifen. Ja. Weil Preis-Leistung finde ich bei den Dingern einfach top. Ich meine, gut, ich hatte vorher halt Samsung, dem war ich top zufrieden. Ja, sonst habe ich auch Samsung. Handy, Fernseher jetzt. Und so, aber. Jetzt habe ich halt Asus, also mit über den kann ich auch nicht klagen. Ja, weil der Samsung meinte ja, du, ich mache dir jetzt mal lustigen Streifen hier rein. Ja, irgendwann sind sie halt einfach, ne? Ja, auf jeden Fall, das Gute war, er ging ja da noch, am nächsten Tag den Rechner hochgefahren. Immer wurde das ganze untere, die unteren zwei Drittel richtig krass pink. Erst pink und dann strahlt es auf einmal in weiß. Da habe ich nochmal an- und ausgeschaltet. Dann ging es auf einmal wieder. Bis auf halt den kleinen Streifen. Ja, gut. Dachte ich also, irgendwie entwickelt er gerade ein Eigenleben. Ja, das ist dann manchmal schon ein bisschen komisch. Ich würde mir halt auch, wenn ich mir halt irgendwann wirklich nochmal einen Monitor zum Zocken kaufen würde, ich meine, selbst so ein Curved, also ich habe halt einen Curved-Fernseher. Curved ist schon geil, gerade was das Zocken angeht. Aber wenn ich halt überlege, dass der Monitor halt irgendwie unter 30 Zoll würde ich mir halt dann auch keinen Monitor da verkaufen zu zocken, der mein Zocken-Monitor jetzt hat 27 Zoll. Alter, als Curved, also 30er, 32er würde ich mir denn hier schon hinstellen. Aber da bist du halt auch irgendwie bei 900 Euro. Ja.
das sehe ich irgendwie noch nicht so ganz ein. Halt mit so wirft überhaupt noch Abgänge erfahren, weil ein Fernseher hat es nicht. Ah, es ist. Und du hast halt auch nicht. Also, soll aber Fernsehen wohl sehr geil sein. Ja, wie gesagt, also beim Fernseh gucken, also es kommt halt auch wirklich auf den Film an. Aber gerade so Fußball gucken zum Beispiel, kommt auf dem Kurve viel geiler rüber, als auf dem, als wenn er gerade ist. Okay. Und man hat ja auch immer, ich hatte früher halt auch immer das Kurve, gut, da musste halt mittig vorsitzen, weil sonst sieht es halt kacke aus. Ist aber nicht der Fall. Ich habe das halt früher nur immer gedacht, weil man hat ja halt, okay, der ist gebogen. Wenn ich da halt irgendwie 20, 10 Meter weiter links sitze, dann sieht es halt schon doof aus. Nö. Du siehst das halt, also eigentlich siehst du den von der Seite sogar noch, siehst du den besser als einen richtigen Fernseher. Okay. Weil du halt dieses, weil dann, ich hab das halt bei meinem Cousin mal geguckt, der hatte halt einen und da saßen wir halt, die haben halt ihr Esszimmer mit in der, mit in ihrer, in ihrem Wohnzimmer drin. Und da lief halt der Fernseher beim Essen und ich musste mich halt umdrehen, der war so gesehen, ja, an der rechten Wand von mir aus gesehen und stand hinter mir. Also ich saß halt, keine Ahnung, im 90-Grad-Winkel zum Fernseher, halt nur ein bisschen weiter im Raum rein, als der Fernseher war. Also du konntest wunderbar gucken, also du hast alles gesehen. Ja. Daraufhin habe ich gesagt, gut, der nächste Fernseher wird halt ein Curved. War schon ziemlich, so gerade zum Zocken, ich habe halt noch so PlayStation 4, wenn ich dann halt mit meiner, ich habe so ein, ach, diese Sessel, die auf dem Boden liegen, die so ein bisschen zum Wippen sind. Gaming-Sessel halt. Hab ich mir damals gekauft. Der kann man halt schon immer noch. Ich sitze doch viel zu selten. Und meistens bleibe ich halt einfach auf dem Sofa sitzen und vergesse, ich habe ja eigentlich auch einen Sessel dafür. Aber wenn du den dann halt schön mittig vom Fernseher platzierst, rückst du weiter hin. Das ist halt geil, weil du halt, gerade wenn du halt, was weiß ich, Rennspiele oder so spielst, kommt halt dieser Spiegel viel geiler zur Geltung im Cockpit. Es ist schon sehr nice gemacht. So, aber da haben wir dann auch die Folge soweit, da fährt der Mikey auch schon pressen. Die Folge haben wir auch soweit voll gekriegt, der Tobi ist glaube ich kurz weggegangen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, bei Mikey und Tobi fürs Mitspielen. Tobi muss sich dann in der Aufnahme halt anhören. Was? Ah, da ist er ja wieder. Ich bin da, die ganze Zeit. So. Ich werde nur sehen, dass du stumm, geschaltet warst. Ja, ich sage, das Video ist zu Ende. Bei euch fürs Mitspielen. Ich bedanke mich mal hier auch bei Kalli, dass ich auf dem Server mit drauf darf. Das muss er sich dann halt mal, muss er das Video halt gucken. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns die Tage wieder, ob jetzt auf dieser Karte oder auf der Lost-Video oder auf der Gemeinde Rade. Das wird sich dann zeigen. Bis dahin, immer artig bleiben. Ciao. Bye-bye.